So, Leute, euer Black Seal wieder da. Mit einem anderen Magic Deck. Diesmal kein eigenes, also es gehört nicht mir. Es liegt zwar bei mir in der Wohnung rum, aber es gehört nicht mir. Ich habe geholfen, es zusammenzubauen und so weiter. Offiziell gehört es Stevo. Und ich möchte es euch trotzdem zeigen, weil er mich auch darum gebeten hat, das Deck auch zu zeigen. Und deswegen fangen wir direkt an. Mit der ersten Karte, dem Zauberbrecher Behemoth. 4 Mana, 5-5. Ist schon mal eine an für sich ziemlich geile Karte, weil die Stats passen einfach. Und naja, er kann nicht gekontert werden, also ist wirklich gegen Control gedacht. Gegen Kontern und so weiter. Und jede Kreatur mit Stärke 5 oder höher von dem, was ihr selber spielt, also was man spielt, der Besitzer des Zauberbrecher Behemoths, kann ebenfalls nicht gekontert werden. Ihr werdet sehen, dass es auch sehr stark ist und dass es auch sehr, sehr positiv für diesen Deck ist. Die zweite Karte, der Klippenspringer Behemoth, ist an für sich auch nicht schlecht. 4 Mana, 5-3. Das ist gute Stats eigentlich. Und solange man eine rote Karte kontrolliert, also eine rote Kreatur oder ein, was weiß ich, roten Planeswalker, rotes Artefakt oder sonst was, hat der Eile. Eile heißt, er kann direkt angreifen und es ist relativ gut. Solange man hingegen ein weißes Permanentes kontrolliert, also eine weiße Kreatur oder so weiter, hat der Klippenspringer Behemoth Lifelink. Bedeutet, man kriegt so viele Lebenspunkte, wie viel Schaden der Klippspringer Behemoth macht. Also im Durchschnitt etwa 5 Leben pro Angriff. Dann kommen wir zum Blutzopf-Elf. Der Blutzopf-Elf hat 4 Mana 3-2. Auch Eile, also kann auch direkt angreifen. Und er hat Kaskade. Soll heißen, wenn er ins Spiel kommt, wird oben vom Deck aufgedeckt, solange bis man eine Karte hat, die 3 oder weniger Mana kostet. Und wenn man diese Karte halt dann spielen will, darf man sie spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Der Rest von dem, was man aufgedeckt hat, wird in einer zufälligen Reihenfolge unter das Deck gelegt. Also man mischt es und legt es drunter. Als, ja, relativ stark sehe ich auch die nächste Karte ein. Magus der Scheiben. 4 Mana 2-4. Kommt getappt ins Spiel. Das bedeutet, man kann mit dem in der ersten Runde nicht blocken oder irgendwas tun. Und er ist halt relativ stark, weil wegen diesem Ein-Mana-Tappen zerstöre alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Also man wird am Feld erstmal praktisch erstmal alles los, bis auf Länder und Planeswalker. Das ist sehr gut für, wenn der Gegner die Übermacht hat und so weiter. Dann kommen wir zu einer Karte, die ist sehr einfach erklärt. Wolliges Tokter, 3 Mana, 5-4. Gute Karte. Kann man nichts zu sagen. Vor allem in einem 3-Farben-Deck. Dann haben wir den ältesten Sakura-Stamms. Auch hier wieder 2 Mana 1-1. Und man kann ihn opfern, um einen Standardland aus dem Deck zu suchen und getappt ins Spiel zu bringen. Das heißt, man kann mit ihm blocken und ihn danach opfern. Und da er wirklich nur ein grünes Mana kostet ist, und halt ein farbloses, ist es halt sehr einfach, ihn aufs Feld zu bekommen. Das waren auch schon alle Kreaturen. Dann haben wir hier noch Elspeth, und zwar die alte Elspeth. Ein Planeswalker, der mit für 4 Mana, der mit 4 Marken ins Spiel kommt und 4 Mana kostet. Man kann eine Marke drauflegen und bekommt einen weißen 1-1 Spielsoldaten, also ein Token aufs Feld. Oder man kann eine Marke drauflegen und eine Kreatur kriegt plus 3 und fliegend. Das kann aus so einem 5-5er Kreatur schon mal ein 8-8er Fliegender machen, das ist schon relativ gut. Und wenn man das oft genug gemacht hat, weil man wird die Effekte aktivieren, entweder um sich 1-1 Soldaten zu holen zum Blocken oder um 3-3 zu machen, um mehr Schaden zu machen, kann man halt wirklich den 8-Mana-Effekt auch irgendwann mal nutzen. 8-Mana. 8-Marken-Effekt, Entschuldigung. Auch irgendwann nutzen. Und dann geht man einfach hin und kriegt ein Emblem. Also man sagt einfach, ich habe jetzt dieses Emblem. Und ab dem Moment sind wirklich alle Artefakte, Kreaturen, Verzauberungen und Länder, die man selber kontrolliert, unzerstörbar. Das heißt, der Planeswalker an sich kann auch zerstört werden, aber alles andere nicht.
Wenn man dieses Emblem hat, kommt es auch gut in der Kombination mit dem Magus der Scheiben. Wenn man jetzt zu den Zaubern kommt, harmonisieren. 4 Mana, darf man 3 Karten ziehen. Ist nicht das Ultima vom Ultima, aber es ist eine grüne Karte, die einen Karten ziehen lässt. Und die 4 Mana hat man eigentlich in der Regel auch. Also das Deck läuft rund normalerweise so mit 5, 6 Mana am Feld. Amulett aus Naya. Muss man auch nicht viel zu sagen. Ist ein Spontanzauber für 3 Mana. Man kann entweder, das ist eine Menge, was das Ding kann, eine Kreatur, 3 Schaden zufügen. Eine Karte, beliebige Karte, kann auch der Planeswalker sein, aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Oder alle Kreaturen vom Gegner tappen und damit freie Angriffsfläche haben. Das ist besonders für die Angriffe gut. Der Vergessenheitsring ist eine Verzauberung, die, wenn sie ins Spiel kommt, ein permanentes, nicht landpermanentes, aus dem Spiel entfernt. Und sobald der Ring das Spiel verlässt, kommt die Karte wieder. Vorteil, man kann damit erstmal alles aus dem Spiel entfernen. Nachteil natürlich, wenn der Ring weg ist, kommt die Karte wieder. So. Dann haben wir eine Karte, die ich persönlich auch sehr, sehr toll finde. Und zwar Ranken des Riesenholzes. Die Ranken des Riesenholzes sind für ein grünes Mana, keine Kreatur eurer Wahl. Bis zum Ende des Zuges nicht Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten werden, die der Gegner kontrolliert. Wir nennen es auch ganz liebevoll Teilshroud, weil Shroud sagt ja, man kann gar nicht mehr Ziel werden und Teilshroud wirklich nur vom Gegner. Wenn man diese Karte spielt und während des Ausspielens noch ein grünes Mana extra bezahlt, also 2 grüne Mana für diesen Zauber bezahlt, kriegt diese Kreatur, die dann dieses Teilshroud hat, auch noch plus 4 plus 4. Das kann unter anderem auch sehr, sehr stark sein. Vor allem, da es ein Spontanzauber ist, kann es sehr viel Schaden machen. Ein weiterer Zauber, den wir haben, ist Blitzschlag. Ein Mana, 3 Schaden zufügen nach Kreatur und Spieler. Ist recht nett. Kommt gut, kann man kleine Kreaturen mit gut aus dem Weg räumen. Nach den Zaubern kommen wir jetzt zu den Ländern. Und zwar haben wir dann die Terramorphic Expanse oder auch immer in der Weite genannt. Man kann sie tappen und opfern und ein Standardland beliebiger, also ein beliebiges Standardland aus dem Deck auf die Hand nehmen. Das hat halt den großen Vorteil, man kann wirklich hingehen und ja, man kriegt halt die Mana, die man brauchen will. So, dann haben wir ein Tosen des Klamm. Das ist ein Land, das kommt getappt ins Spiel. Macht entweder rotes oder grünes Mana. Und für 4 Mana wird diese Karte zu einer 3-3-Kreatur, die, wenn sie angreift, eine plus 1 plus 1 Mana kriegt. Am Ende des Zuges wird es wieder zum Land. Vorteil, der Gegner kann in seinem Zug, oder halt in dem Zug, den man es macht, zwar damit agieren wie mit einer Kreatur, aber der nächste Zug ist schon wieder ein Land. Die plus 1 plus 1 Marken bleiben auf diesem Land erhalten. Das heißt, es ist nicht so, dass es irgendwie dann verschwindet oder so. Nein, die bleiben erhalten. Das ist sehr positiv. Dann haben wir, gut, Wald, Ebene und Gebirge. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist, sind halt Länder. Wenn wir uns jetzt mal die Deckliste anschauen, ihr sitzt jetzt hier, ist es ein relativ einfach gestricktes Deck. Ihr habt die Zauberbrecher-Behemoths, die mit den Klippenspringern und den Wolligen Toctern sehr gut agieren, da sie halt nicht gekontert werden können. Der Magus der Scheiben und Elsbeth harmonisieren auch sehr schön miteinander. Das Amulett aus Naya, Vergessenheitsring und Blitzschlag sind ebenfalls Kreaturen-Removal. Vines of the Westwood und Harmonize sind halt zur Unterstützung da. Sakura Tribe Elder für Mana raussuchen. Man kommt relativ gut und relativ schnell an diese drei verschiedenen Mana, die man braucht, dran. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Man braucht ja nur einen Wald, ein Gebirge und eine Ebene. Und da kommt man auch verdammt gut dran. Also das Deck läuft relativ gut. Und wenn der Gegner sich wirklich auf Kontern verlässt, hat er eigentlich sehr, sehr wenig Chancen. Nachteil: Dieses Deck ist sehr lastig, was es angeht, die drei Farben zu haben. Wenn die drei Farben nicht kommen, ist es schlecht.
Wenn der Gegner eine absolute Übermacht hat mit 8-8 Kreaturen oder sonst was, habt ihr sehr wenig Chance. Und wenn der Gegner anfängt mit Kombos, wird's auch sehr, sehr schwer, weil das halt beim Gegner nicht einhaken kann. Dafür haben wir mal wieder unser Sideboard, was wir jetzt uns mal zur Hand nehmen können. Und zwar sehen wir in diesem Sideboard, haben wir drin zweimal Meglunov. Meglunov ist sehr, sehr stark, einfach nur, weil er für 6 Mana 6-6 Trampelschaden und Wachsamkeit mit sich bringt. Also er macht über die Verteidigung hinaus Schaden und wird beim Angreifen nicht getappt. Und immer, wenn Meglunov eine Kreatur blockt, macht Meglunov noch Schaden seiner Stärke am Gegner. Also es ist wirklich für Gegner, die große Kreaturen haben, unabdinglich, dieses Ding mit reinzunehmen. Akromas Segen, dreimal vorhanden, ist ein Spontanzauber, mit dem man sich halt gut gegen Monocolor-Decks oder halt Dual-Color-Decks, die sehr viel, wo eigentlich jede Karte zwei Farben hat, oder auch wenn es wirklich so mal hart am vor knapp an der Not ist, vor den Farben schützen kann. Außerdem, wenn man es mal nicht braucht, kann man es immer noch umwandeln und dafür eine Karte ziehen. Gegen Artefakt-Decks haben wir Abnutzen drin. Zerstören Artefakte und Verzauberung. Man kann es Arkan koppeln, das bedeutet, wenn man zwei davon auf der Hand hat, kann man insgesamt drei Artefakte zerstören. Das kostet zwar auch dann dementsprechend Mana, aber es funktioniert. Sonnenlanze haben wir einfach nur drin, Entschuldigung, falls es wirklich gegen eine große Armee von kleinen Kreaturen geht. Also falls wirklich mehr Zerstörung da sein muss, kann man mit der Sonnenlanze halt relativ gut, es sei denn, der Spieler weiß, noch die Kreaturen weghauen. Und der BMO-Vorschlaghammer ist dafür da, falls man mal ein bisschen mehr Angriffsstärke braucht. Und halt, um die Leben wieder reinzuholen, weil man kann sich, was man die Lebenspunkte angeht, nicht allein auf den Klippenspringer BMO verlassen. Das ist ein bisschen schlecht, weil Kreaturen sind immer nur Kreaturen. Das ist. Der ist halt einfach zu handeln und einfach wegzuholen. Soviel zum Naya-Deck. Ich hoffe, ist annehmbar. Und wie immer, Tipps oder sonst was, Statements, könnt ihr unten drunter posten. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, euer Blacksade. Ciao, ciao.